Hallo und willkommen zu meinem nächsten Video. Ja, heute möchte ich mit euch über Klopapier reden. Als ich ein Kind war, habe ich nichts mehr geliebt als Charming. Das war das damals mit den Bären und die Werbung. Charming. Das war ein total tolles Klopapier und ich durfte das nicht immer haben, sondern immer nur manchmal. So zu besonderen Zeiten halt. Einfach wenn das andere Klopapier, das meine Eltern gemocht haben, nicht da war. Und dann ist Charming verkauft worden und dann gab es das hier in Deutschland nicht mehr. Und dann habe ich ganz viele an neue Firmen probiert und alles war irgendwie doof. Und ja, und dann habe ich irgendwann Zeba bewährt gefunden. Und es ist Charming sehr ähnlich, aber Charming ist doch noch eine ganze Ecke weicher gewesen. Also da war schon ein Unterschied da. Und ja. Ich finde es immer so interessant, wenn Firmen etwas aufkaufen und es dann verändern, obwohl es ja funktioniert hat. Wo ich mir dann denke, muss das sein? Ich meine, es hat ja für mich funktioniert und hat. Mir fällt gerade ab, wie schräg es ist, über Klopapier zu reden. Es fällt mir gerade ganz schön auf. Also, ja. Auf jeden Fall war das, habe ich seitdem immer bloß noch Thema bewährt und es hat sich bisher bewährt. Der Name Nomen ist Omen in dem Fall. Aber ich finde es halt einfach schade. Es ist so, ich hätte einfach gerne wieder diese Charming-Werbung mit den zwei süßen Bären, die einfach da, ja, die singen und tanzen. Das war einfach noch schön. Das ist so eine nette Kindheitserinnerung. Ja, das war alles, was ich dazu sagen kann. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.